Nach den Ereignissen in Paris, Brüssel und auch in Berlin erkannt, dass wir mit einer neuen Einsatzstrategie auf die Herausforderungen antworten müssen. Die haben wir in den letzten Jahren entwickelt. Wir haben neue Technik beschafft. Und heute in dieser großen Übung ging es darum, dass wir das gemeinsam miteinander mit unseren anderen Sicherheitspartnern oder Akteuren üben, um zu sehen, wie gut die Dinge jetzt aufeinander abgestimmt sind und wie gut die bisherigen Entwicklungen sind, die wir in den vergangenen Jahren gemacht haben. Also die Lage, die wir angenommen haben, ist, dass wir einen Notruf aus dem Zug heraus bekommen. Ein Reisender ruft die Polizei aufgrund von mehreren bewaffneten Tätern, die im Zug um sich schießen und einen Sprengsatz gezündet haben. Weiterhin haben sie dann gesehen, wie die Täter auch am Bahnsteig auf die flüchtenden Täter geschossen und die regelrecht hingerichtet haben. Kurze Zeit später konnten wir dann Kräfte hinzuführen von Bundes- und Landespolizei, die dann von verschiedenen Positionen aus die Täter bekämpft haben. Möglichst effektiv auch, sodass sie auch gesehen haben, dass sie letztlich auch neutralisiert worden sind. Es kam dann ein dritter Täter noch hinzu, den man zunächst auch nicht gesehen hat. Auch der wurde dann bekämpft, bis er letztlich am Boden war und neutralisiert war. Anschließend haben die Kräfte aus Sicherheitsgründen die Personen, die vorher auch gewalttätig waren, gefesselt. Denn man weiß natürlich nie, sind die Personen tot oder können sie eventuell dann doch noch agieren. Und im Anschluss dann haben sich die Kräfte um die Bergung des verletzten Kollegen und der Reisenden, die am Boden gelegen haben, gekümmert. Dann, wir haben mehrere Systeme im Einsatz. Einerseits schießen teilweise die Kollegen mit den Langwaffen oder Sturmgewehren mit Platzpatronen. Andererseits haben wir aber auch sogenannte Color-Marker-Systeme im Einsatz. Das kann man sich so ungefähr vorstellen wie Paintball, wo tatsächlich auch echte Projektile verschossen werden, um nachher festzustellen, ob man getroffen hätte oder nicht. Ja, wir machen eine Übung gemeinsam mit der Bundespolizei, eine Terrorübung, wo wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kräfte von Polizei, Landespolizei und Bundespolizei gemeinsam üben lassen, wie wir gegebenenfalls, was hoffentlich nie eintritt, gegen einen terroristischen Gewalttäter und Gewalttaten vorgehen. Ja, das ist so, dass wir in irgendeiner Form Kenntnis bekommen von einem solchen Anschlag. Und also beispielsweise über 110, und dann werden unsere Kräfte ausrücken. Und die werden dann, und das haben Sie ja beobachten können, in Dreierteams sich gegenseitig sichern, werden sie versuchen, die Täter, die Terroristen, unschädlich zu machen, beziehungsweise einfach dafür zu sorgen, dass die Lage bereinigt ist. Wir haben ja verschiedenste terroristische Angriffe in verschiedenster Form, zuletzt in Berlin mit einem LKW. Wir haben aber auch Angriffe beispielsweise in Paris, Bataclan, aber auch gegen Journalisten, das mit Handfeuerwaffen, mit Maschinengewehren, mit Maschinenpistolen auf Passanten, auf Menschen geschossen wird und vorgegangen wird. Wir haben auch solche Terrorlagen in Bahnhöfen, sei es nun auch in Paris oder aber auch in London oder aber, ich habe es gerade eben schon gesagt, in Mumbai in Indien, wo schon solche Angriffe auf Bahnhöfen stattgefunden haben. Nein, hat mit der Übung gar nichts zu tun. Wir wollen auch in keinster Form, jetzt sage ich mal, an diesen Tag mit dieser Übung erinnern, sondern wir haben diesen Tag einfach gewählt, weil er von der bundesweiten auch Vorbereitung der Bundespolizei eben jetzt gerade am besten so passte letztendlich, hat mit dem 11. September und den Angriffen aufs World Trade Center oder aufs Pentagon damals überhaupt nichts zu tun. Wir bitten die Stuttgarter Bevölkerung und natürlich auch unsere Reisenden hier auf dem Hauptbahnhof um Verständnis. Wir müssen realistische Szenarien bilden, um letztendlich unsere Profession zu verbessern in diesem Bereich. Da führt letztendlich kein Weg vorbei. Das nur in den Trainingsräumen oder in Schonräumen zu machen, bringt uns nicht weiter. Diese Szenarien können Sie auch nicht jetzt irgendwo in einem Schonraum nachbauen oder nachbilden. Sie müssen dann schon in die Realität gehen. Wir wollen auch den Menschen keine Angst machen. Und wir auch insoweit beruhigen, sie wohnen in Stuttgart in einer sehr sicheren Stadt, ohne dass wir die Gefahr, auch die abstrakte Gefahr, dass ein Anschlag auch in Stuttgart passieren kann, letztendlich völlig aus dem Gesichtsfeld verlieren dürfen, sondern wir müssen schon schauen, dass wir als Profis auch entsprechend vorbereitet sind. Und wenn Profis trainieren, dann müssen sie in die Realität gehen und auch gewisse Einschränkungen dann für einen Moment wenigstens gegenüber der Bevölkerung in Kauf nehmen.